Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, wir gehen mal in den letzten Tag vom Sommer. Auch wieder ein sonniger Tag. Guten Morgen, Hallo. Mein Schatz. Was beschäftigt dich? Blumen sind das Parfum der Erde. Sie sind so wunderschön, doch so zerbrechlich. Und wie steht's um unser Königreich? Alles sehr bereit, Mr. Ehemann. Sehr gut. So, wir müssen einsäen. Kohl. Habe ich Kohlsamen dabei? Ja, wir haben Kohlsamen dabei. Dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen von vorne her schon mal einsäen. Ich könnte erst noch was trinken, glaube ich. Das wäre, glaube ich, kein Fehler. Eingemauert. Gehen wir gerade erstmal ein Schlückchen trinken. Und dann gucken wir mal weiter. Hä? Ach, da unten. Dachte gerade, hier ist so eigentlich ein Bach. Ja, zu dem Content-Creator-Thema kann ich jetzt noch nichts weiter zu sagen. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass ich dann auch weder heute Samstag noch morgen Sonntag eine Antwort bekomme. Also werde ich dazu erstmal nichts sagen können diese Woche oder in diesen Folgen. Falls sich was ergibt, werde das sehen. Falls sich nichts ergibt, werdet ihr das irgendwie auch sehen. Denke ich. Ist auch immer natürlich die Frage, wie viel früher darf man das dann spielen? Ein Tag, zwei Tage, fünf Tage? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, man muss halt erstmal angenommen werden. Und da sind wir aktuell noch nicht. So, jetzt können wir mal einen säen. Achso, wollten wir es. Ich mache das ja immer in der Perspektive. Ist für euch, glaube ich, interessanter zu sehen. Düngen. Gerade auf so Stoppelfeldern geht Düngen in der Perspektive tatsächlich auch besser. Weil in der Ego-Perspektive verliert man da gern mal die Übersicht, wo man eigentlich gerade düngt. Aber so säen, hacken, das geht eigentlich in der Ego-Perspektive auch sehr gut, finde ich. Ernten auch. Warten wir mal ab, bis irgendjemand kommt und hier vielleicht übernimmt. Dann würden wir nämlich von der anderen Seite her anfangen. Aber solange machen wir erstmal hier weiter. Müssen wir nur heute fertig werden und das sollten wir eigentlich schaffen. Sehe ich jetzt nicht das Problem. So, irgendwer auf dem Weg, der hier übernehmen möchte? Nö, aktuell noch nicht. Hätte ja sein können. Ja, kann natürlich uns blühen, dass wir im Sommer auch ernten müssen, ne? Dass sie da auch nicht wirklich tätig werden. So. Hm.
hier ein bisschen und da ein bisschen. Oh, übernimmst du? Tut sie sehr gut. Das Schatzi, ne? Ludgarda. Tatsächlich. So, dann arbeiten wir mal entgegen. Quests haben wir ja heute keine mehr. Haben wir alle erledigt. Da können wir dann ruhig ein bisschen Feldarbeit machen. Ein Schwung und das ganze Feld ist, oder das ganze dieser ganze Fleck hier ist dann schön gleichmäßig besät. Da haben wir einen sehr eleganten Handschwung drauf. Ja, das können unsere Arbeiter nicht. Die brauchen immer 2, 3. Hier sieht man es ja. Einmal. Zweimal. Zweimal reicht. Okay. Hängt vielleicht auch ein bisschen vom Level ab, den sie haben. Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, bei der Landwirtschaft macht der Level gar nicht so viel aus. Zumindest bei den Feldarbeitern nicht. Wir haben keine Säckchen mehr. Dann holen wir mal eines. Und dann machen wir zum Abschluss nochmal einen Kontrollgang, ob tatsächlich alles in Ordnung ist. So, ich nehme vorsichtshalber noch 2 Säckchen mit. So, wo sind wir denn? Dann lass uns weiter Kohl säen. So. Na. Was haben wir da noch gleich fertig? Sehr schön. Teamwork. Teamwork mit der besten Ehefrau aller. Da kommt sie. So, sie darf den Abschluss machen. Tschüss, Schatzi. So, wäre das Feld auch gesät? Sehr schön. Haben wir das Thema ja durch. So, ich muss gerade mal ein Häppchen essen. Dann können wir das Saatgut und die Säckchen und die Hacke haben wir, glaube ich, auch noch dabei, oder? Habe ich die abgegeben? Distel kann natürlich rüber. Säckchen kann rüber. Säckchen kann rüber. Eisenspeer.
Und den würde ich gerade, glaube ich, noch verkaufen. Den brauche ich natürlich nicht mit rumschleppen. Edle Stiefel. Kohlsamen. Parfum, Seidenschal, Tontasse, Flöte, goldener Ring. So, dann kann ich hier gerade mal gucken, was wir hier noch verkaufen können. Brennholz sieht gut aus, Bretter, so also langsam können wir mal wieder welche machen. Holzstämme sieht gut aus, Holzteller, Fiolen. Kalkstein könnte ich nochmal wieder welchen mitnehmen und Stein könnten wir auch nochmal welchen mitnehmen. Ihr wisst wofür, oder? So, was haben wir hier? Wenn, dann haben wir hier, glaube ich, noch was. Pfeile der Zufälligkeit, die Armbrust kann ich noch verkaufen. Oh, Schurscheren können wir auch mal welche verkaufen. Kupferäxte haben wir. Fischspeere haben wir gar nicht mal so viele. Kupferbolzen können wir auch verkaufen. Knüppel können wir verkaufen. So. Dann haben wir doch zumindest mal ein bisschen was. Dann kriegen wir nämlich noch unser Lager ein klein wenig leerer. Ist ja auch kein Fehler. So, und hier brauchen wir natürlich unser Steinchen noch, ne? Ihr erinnert euch. Da müssen wir hier unser Lager natürlich noch ein bisschen füllen. Einmal Kalkstein, einmal Stein. Immer mal wieder so ein bisschen. Einfach, dass wir das hier schön dekoriert haben, ne? So. Kalkstein haben wir gleich. Stein machen wir dann auch noch geschwind. So, das wäre der Kalkstein. Und hier noch den Stein. Hoppala. Ne, keine Fackel. Da wollte ich hin. Keine Fackel. Muss die leider einzeln rausmachen, weil wenn man das viele gleichzeitig rausmacht, dann fliegen die überall in der Gegend umher. Das ist nicht gut. Dann ist man nachher mehr damit beschäftigt, wieder einzusammeln. So, der letzte. Es füllt sich. Irgendwann haben wir da mal schön volles Lager. Das sieht dann auch schick aus. Dann können wir gerade nochmal gucken, dass wir... das sieht auch, ich mag das, wenn der Mond so blüht, das ist auch schön. Genau, dann können wir gucken, dass wir die Sachen in Hornitz auch noch verkauft kriegen. Auch sehr schön. Dann haben wir das Inventar nämlich auch leer und das ganze Zeugs raus aus dem Inventar. Ja, und dann geht's morgen, sowohl im Ingame als auch im Real Life morgen, geht's dann in den Herbst, ne? Sommer ist dann fertig.
Ist hier auch nicht verkehrt. Ja, ich gehe jetzt mal gemütlich, mal nicht so durchrennen. Wir haben ja die Zeit. Können noch mal ein bisschen die Gegend in Ruhe betrachten. So, da ist der Schmuckhändler. Oh, Entschuldigung, Carolina. Wo kamst denn du jetzt so plötzlich her? So, dir würde ich tatsächlich nochmal Flachs, Leingarn, Leingewebe und Wolle einfach mal abkaufen. Dann hast du nämlich auch Geld für... Ich glaube, wir verkaufen die Armbrust und die da behalten wir. Eisenspeer kannst du haben, Kupferbolzen kannst du haben, Knüppel und nochmal Knüppel kannst du haben. Sonst hatte ich gar nichts dabei, ne? Nö. Gut, mach's gut. Farewell. Farewell. Wo kamen die denn so plötzlich? Also zurzeit spawnen die immer mal wieder ganz plötzlich irgendwo so schwupps, statt dass sie irgendwo hingehen, spawnen die irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob das auch mit dem Bug zusammenhängt. Dass die Leute einfach irgendwo stehen bleiben. Ganz merkwürdig. Ich überlege gerade, ob ich noch mehr habe, was ich verkaufen könnte. Können wir eigentlich gerade mal gucken, ne? Vielleicht kriegen wir das Inventar dann noch ein bisschen leerer. Schurscheren könnten wir verkaufen. Da freut sich doch Carolina bestimmt auch drüber. So. Weil Eisenschurscheren haben wir ja auch eine Menge. Können wir mal einen ganzen Schwung von verkaufen. Kostet eine, wobei wenn wir so verkaufen, dann ist sie glaube ich billiger. 140 würden wir glaube ich zahlen, wenn wir die kaufen. Gucken gleich mal. Patsch, patsch. Aber ich glaube, wir kriegen nur die Hälfte dann, wenn die sie kaufen. Also, das wären 70. Wenn ich mich da nicht vertan habe. Hi, Edburger. Hi, Carolina. Zeig mir mal deine Waren. Ja, ich zeig dir auch meine Waren. Ah ne, 112 kriegen wir dafür. Okay. Kann sie kaufen. Sollen wir ihr noch was Wolgan abkaufen? Ich kaufe ihr einen Wollgarn und sie kriegt eine Schurschere. Das ist schon ein saftiger Preisunterschied. Ein Wollgarn gegen eine Schurschere. Schon ordentlich. Muss man schon sagen. Schon sehr ordentlich. So, das können wir mal abgeben. Könnt auch mal wieder das Geld aus dem Lager holen, ne? Wäre auch noch eine Idee. Oder was meinst du, Manfred? Puppen hätte ich ihr noch abkaufen können. Stimmt, hätte sie ja auch noch gehabt. So, ein Wolgan.
Sonst sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Hölzerne Fiolenflakon aus Ton. Oh, da haben wir aber auch eine ganze Menge von. Ich glaube, da kann ich mal ein bisschen weniger produzieren. Metflaschen haben wir genug. Weinflaschen haben wir, ja. Ich glaube, wir machen ein paar mehr Weinflaschen und weniger Flakons aus Ton. Produktion, Werkstatt. Was produziert ihr? Flakon aus Ton. Macht da mal weniger. Und dafür dürft ihr dann noch bei Weinflaschen mit durchstarten. Da brauchen wir eher mal noch welche. So, Flakon aus Ton. Braucht ihr auch mal keine machen. Weinflaschen machen wir hier jetzt aber nicht mehr, sondern da können wir hier noch bei Holzräder. Ja, können wir noch Holzräder machen. Ich glaube, dann brauchen wir aber wieder mehr Bretter. So. Wie sieht es bei euch aus? So ist eigentlich okay. Ich glaube, mehr viel weniger würde ich erstmal nicht machen wollen. Sonst gehen sie uns nachher wieder aus. Ja, hier können wir nochmal was runterdrehen. Und dafür noch mehr Weidekisten wieder machen. So, und wir brauchen mehr Bretter. Gewinnung, Holzschuppen. Ihr seid bei 45%, das ist gut. Dann fangt ihr mal wieder an, Bretter zu produzieren. So. Okay, haben wir auch. Was wollte ich noch? Irgendwas hatten wir, glaube ich, unten an unserem neuen Schießstand noch nicht fertig. Muss man gerade mal gucken. Ich weiß es nicht mehr. Den hatten wir ja in der, einer der letzten Folgen hergestellt. Pfeile haben wir drin. Oh, hier könnten wir noch ein bisschen Blumen hinmachen. Stimmt. Bisschen Blumenschmuck. Oh, und ich muss meine Armbrust ausrüsten. Das wollte ich auch noch gemacht haben. Doch, der gefällt mir. Dann machen wir noch ein paar Blumen hier an die Seite, glaube ich. Das ist, glaube ich, okay. Dann brauchen wir Bretter und Eisenbarren. Ich will dann natürlich schon gerne diese Blumenkübel hier nehmen. Bretter und Eisenbarren haben wir aber beides da. So, 50 Bretter. 20 Eisenbarren. Und Pflanzen brauchen wir natürlich. Bilsenkraut, da haben wir nicht so viel, ne? Disteln, da haben wir viel. Gänseblümchen. Haben wir auch viel. Ich glaube, wir müssen nächstes Jahr, nächsten Sommer mehr Bilsenkraut sammeln. Ich hoffe, ich denke dran. Oh, und Löwenzahn haben wir auch nicht so viel. Tollkirschen haben wir 3. Ja, jetzt noch umstellen macht, glaube ich, keinen Sinn. Wir haben 14 Uhr, da kann ich aber gerade mal umstellen, 14 Uhr 55, ja, vielleicht reißen wir noch ein bisschen was, wenn wir das jetzt vermehrt auf Wegwarte brauchen wir nicht, Disteln brauchen wir nicht, Bilsenkraut brauchen wir. So, Kräuterhütte, keine Wegwarte, keine Distel, aber Bilsenkraut,
Vielleicht kriegen wir noch die 1000 voll. Zwei, drei Stündchen haben sie ja noch, ne? Auch keine Wegwarte. Auch keine Disteln. Auch hier Bilsenkraut. So, und was mir gerade einfällt, wir können natürlich unsere Schenken wieder umstellen, ne? Birnen haben wir ja jetzt wieder. Haben jetzt alles Obst wieder. Kirschsaft, Birnensaft, Pflaumensaft. So, und die hier natürlich genauso. Beerensaft. Und hier auch Birnensaft und Pflaumensaft. So, können die natürlich auch wieder mit loslegen. Wir sind leicht überladen, aber das macht nichts. Ich glaube, wir nehmen trotzdem Gewichtstrank, dass wir ein bisschen schneller laufen können. Und dann gucken wir mal. Hi, Baldwina. Können natürlich selber noch ein bisschen pflücken. So, dann würde ich hier nämlich jetzt auch noch mal ein paar hübsche Blümchen hinsetzen. So. Sehr schön. Und hier auch nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube mehr. Ja, mehr haben wir auch nicht. Mehr haben wir auch nicht. So. Mach doch gleich nochmal wieder was ganz anderes her. Dahinter, das wird schwierig wegen dem Baum. Beim Paar könnten wir setzen. Müssten wir gerade nochmal Material holen. Dann könnten wir noch mal ein, zwei Blümchen setzen. Essen können wir gleich noch was. Wir haben nämlich noch zwei Fleisch. So, brauchen wir noch mal Bretter. Ich nehme noch mal für 10 Stück mit. Und 20 Eisenbarren. So. Dann gucken wir gerade mal. Hi, Oswald. Wie wir denn dahin? Hier vorne könnte ich noch einen platzieren. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und hier hinter, zumindest da, wo wir einen setzen können. Das ist ja immer noch so die Frage. Wo geht? Hier. Hier ist überall. Da geht noch. Ja, hier auch noch.
So. Doch, gefällt mir. Blumendeko geht halt immer. Hier überlege ich gerade, ob ich da noch eine Bank hinmachen sollte. Wäre wahrscheinlich kein Fehler, ne? Zwei, drei Blümchen und dann noch eine Bank. Keine Rohstoffe, das ist ein Argument. Das lasse ich durchaus gelten. So, dann haben wir aber noch gerade mal zwei Holzbalken. Da. Und gucken, dass wir da noch eine Bank hinzimmern. Vielleicht auch zwei, dann nehme ich mal vier Holzbalken mit. So. Viermal Holzbalken oder Holzstämme. Die kann ich wegtun. Besenkraut, Distel, Gänseblümchen, Johanniskraut, Löwenzahn und Wegwarte können wir auch wegtun. Brauchen wir nicht. Oder braucht man zumindest nicht mehr jetzt? So, dann können wir hier nämlich noch sehr schöne Bank platzieren. Oh, Entschuldigung. Strogomir, ich habe dich leider übersehen. Hier vielleicht auch noch ein Hocker. Ach so, da brauche ich Äste, ne? Drei Stöcke. Drei Stöcke kriegen wir hin. Zwei, vier, sieben. Ach, da brauche ich ein Brett. Ne, aber hier. Mit Brett sieht aber schöner aus. Moment. Dann holen wir geschwind ein Brett oder zwei. Daran soll es mal nicht scheitern. Holzstämme behalte ich gerade mal noch im Inventar. Wir kommen hier eh wieder vorbei. Karawane. So. Feierabend naht, hi Agnes, beziehungsweise Leute haben schon Feierabend. Meiner naht aber auch. So, dann kann sich da nämlich noch jemand hinsetzen. Hier könnten wir auch noch mal eine Bank hinmachen. So. Und dann hier vielleicht auch noch mal einen Hocker. Wo dann quasi so eine Art Schiedsrichter oder so sitzen kann. Passt. Sehr gut. Dann gehen wir hier durch. Haben wir das auch erledigt? Dann bringen wir gerade noch unser Zeugs weg. Ich habe, glaube ich, auch noch zwei gebratene Fleisch. Die essen wir gerade. Und können dann damit die heutige Folge auch so langsam beenden. Und starten dann morgen in den Herbst.
Oh, ich habe nur noch den einen Stock dabei gehabt. Okay. So, waschen müssen wir uns noch. So viel Zeit muss sein. Guten Abend, Schatz. Schatzi geht nochmal los. Ja, und wir beenden damit dann die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.